Liebe Freunde an den Empfangsgeräten, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr habt euren Kaffee genossen. Ich habe jetzt zwei interessante Gäste, nämlich von OptaData, Freunde des Hauses, Diana und den Markus. Und ich habe schon die Bühne geräumt. Die Show gehört euch. Wir freuen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann übernehme ich direkt. Hallo zusammen, auch von unserer Seite. Wie schon gesagt, Jana Drexler von der OptaData-Gruppe, Markus Dickdi auch von der OptaData-Gruppe. Wir haben das Thema digitale Trends im Gesundheitswesen für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Und ich würde sagen, damit es ein bisschen einfacher ist, stellen wir uns erstmal ganz kurz vor, bevor wir in die Thematik gehen. Ich fange direkt, weil ich schon losgesprochen habe, fange ich mal direkt an. Jana Drexler haben wir schon gesagt, ich bin seit Ende 2019 bei der OptaData-Gruppe, also jetzt gute 2 Jahre. Ich bin im Team Corporate Development und M&A, habe da eine kleine, Sonderrolle inne. Und zwar bin ich bei uns der sogenannte Startup-Scout. Das heißt, ich kümmere mich um die Zusammenarbeit mit Startups. Ich suche Startups raus und kümmere mich dann auch hinterher um die effektive Zusammenarbeit innerhalb der OptaData-Gruppe. Dann gebe ich an dich ab. Ja, danke schön. Mein Name ist Markus Dickdi. Ich bin seit 2 Jahren bei der OptaData. Ich bin dort als Senior-Experte für die Digitalisierung unterwegs und kümmere mich um aktuelle Trends im Gesundheitswesen und schaue natürlich, welche Anforderungen oder Wünsche unsere Kunden natürlich im Markt haben. Und wir würden heute gerne einmal natürlich die OptaData-Gruppe vorstellen, weil ich glaube, nicht jeder kennt die OptaData. Wir würden gerne kurz ein bisschen erzählen, wo wir herkommen, was wir tun. Dann werden wir natürlich ein bisschen auf die digitalen Trends eingehen wollen und ganz kurz auf die Digitalisierungsstrategie der OptaData und genau zum Schluss meine Kollegin Diana noch übernehmen und ein bisschen was über das Startup-Programm erzählen. Ja, die OptaData-Gruppe gibt es schon seit über 50 Jahren. Wir hatten im letzten Jahr, hätten wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern können. Da hat uns leider natürlich Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber trotzdem sind wir stolz, dass die OptaData-Gruppe, und zwar die OptaData Abrechnungs GmbH als Mutterkonzern, als Mutterschiff, seit 50 Jahren auf dem Markt ist und erfolgreich auf dem Markt ist. Und die OptaData selber gliedert sich in 3 Bereiche auf. Das ist einmal der IT-Strang. Also wir haben Unternehmen in unserer Gruppe, die sich hauptsächlich um das Thema IT kümmern. Zu der IT gehören natürlich Branchensysteme, die wir unseren Kunden geben, hauptsächlich natürlich Branchensysteme, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Dann ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit das Thema Abrechnung. Wir sind Abrechnungsdienstleister für unsere Kunden, für unsere Leistungserbringer, übernehmen im Prinzip die Abrechnung für unsere Kunden mit den Kostenträgern, also der Krankenkasse. Und der letzte Punkt sind Services. Wir haben eine Reihe von Services oder Unternehmen, die sich um Service kümmern, wie zum Beispiel die Telefonie. Wenn Sie eine kleine Praxis haben und in der Mittagspause oder im Krankheitsfall mal vorne die Theke nicht besetzt ist, springen wir gerne ein und übernehmen hier auch die Arbeit für unsere Kunden. Aufgeteilt sind wir auf insgesamt 20 Standorte. Unser Hauptstandort ist hier bei uns in Essen. Das ist der größte Standort und wir haben eine Reihe von Standorten in ganz Deutschland. Besonders hervorzuheben ist, dass wir auch eine Dependance in Linz in Österreich haben und da mit unseren Kollegen auch den österreichischen Markt bearbeiten. Ja, die OptaData hat laut unserer letzten großen Zählung im letzten Jahre über 2500 Mitarbeiter gehabt. Ist natürlich nochmal gestiegen. Wir sind jetzt bei fast 2700 Mitarbeiter und der Wachstum in unserer Gruppe ist weiter stetig. Ja, dann kommt man zum ganz wichtigen Punkt. Ich sagte gerade, die OptaData ist ein Abrechnungsdienstleister, bedeutet unsere Leistungserbringer, unsere Kunden schicken uns die Leistungserbringernachweise, sprich die Post, direkt zu unserer Zentrale. Das führt dazu, dass wir jeden Tag rund 2000 Posteingänge haben. Posteingang bedeutet, es kann ein Poststück drin sein, ein Schreiben, aber ein Poststück ist bei uns auch bis zu 200, 300, 400 Belege, die einen Posteingang bedeuten. Und
Die Posteingänge kommen von unseren knapp 60.000 Kunden aus allen Bereichen. Wir sind stark vertreten im Bereich der Hilfsmittel, der Heilmittel, im Transport- und Rettungswesen und auch in der Pflege. Und da gliedern sich die 60.000 Kunden. Die 2.500 Posteingänge, von denen ich gerade kurz berichtet habe, führen dazu, dass jeden Tag ca. 100.000 Belege von unseren Kollegen erfasst werden müssen, um die Abrechnung dann mit den Kostenträgern, mit der Krankenkasse durchzuführen. Das Abrechnungsvolumen der Optadata im Jahr liegt bei 8 Milliarden Euro. Entschuldigung, genau, 8 Milliarden. Und das ist schon eine stattliche Summe, die wir da jedes Jahr übernehmen oder auszahlen. Das ist ein kurzer Einblick, was die Optadata macht, wofür die Optadata steht. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat das mit Energiewende und Nachhaltigkeit zu tun? Und da würde ich gerne mal auf die digitalen Trends jetzt umschwenken und Ihnen erzählen, was wir in den letzten Jahren schon gemacht haben bei der Optadata, beziehungsweise auch in den nächsten Jahren noch vorhaben. So, wir haben mal eine Umfrage gemacht bei uns und haben mal gefragt, was bedeutet für Sie eigentlich Digitalisierung? Und wie das Wort selber ist, ist es nicht einfach zu erklären. Natürlich kann man im Internet lesen, für den einen ist Digitalisierung aus Papierbelegen etwas Digitales zu machen, aber in Wirklichkeit steckt hinter dem Wort Digitalisierung natürlich viel, viel mehr. Und da wurden jetzt speziell bei uns in unserem Bereich, in unserem Gesundheitssektor natürlich E-Rezepte schon genannt, die jetzt bald auf den Markt kommen. Es wurde über KI-Lösungen gesprochen, OCR-Erkennung, also Texterkennung. Es wurde vom digitalen Kunden gesprochen, aber auch von Effizienzsteigerung. Und es gab aber auch natürlich eine andere Seite der Medaille. Wenn man über Digitalisierung spricht, dann kommen natürlich auch Ängste hoch. Ne? Weil wenn Belege erfasst werden und die vielleicht digital erfasst werden können durch eine Maschine, dann könnten natürlich auch Stellen wegfallen, sag ich mal. Ne? Und deshalb wurden natürlich auch Mitarbeiterängste genannt. Und der wichtigste Part aber, dem möchte ich jetzt auch in den nächsten paar Minuten eingehen, ist das Thema Medienbruchfreiheit. Und ein Wort, was nicht ganz so einfach zu erklären ist, das Thema Telematikinfrastruktur. Aber das würde ich gleich ganz kurz einmal erläutern, was das genau ist. Ich fange mal kurz an mit dem Thema Datenträgeraustausch im Abrechnungsverfahren bei uns im Hause. Und zwar ist es so, wenn der Leistungserbringer, ich nehme mal als Beispiel einen Physiotherapeut, seine Leistung durchgeführt hat, kann er die natürlich nach den 6 Einheiten mit der Krankenkasse abrechnen. Das Verfahren ist so, das kann er natürlich selber direkt machen, also direkt mit der Krankenkasse abrechnen, oder er schaltet eben einen Abrechnungsdienstleister ein. Und Abrechnungsdienstleister wie die Optadata, und die Optadata übernimmt die Arbeit dann eben. Und es gibt den Standardweg, dass der Leistungserbringer uns eben, der Optadata, dann alle Belege einreicht, die er dann in diesem Quartal durchgeführt hat, also alle Behandlungsnachweise. Die Optadata prüft die Optadata erfasst die in ein System, und die Optadata schickt dann gebündelt nach Institutionskennzeichen die Rechnung eben an den Kostenträger und rechnet dort die Leistung ab. Das klingt jetzt relativ einfach, ist aber unglaublich papiergebunden. Ne? Also der Leistungserbringer schickt uns, habe ich vorhin kurz erwähnt, ganz viel Papier. Wir erfassen die, wir rechnen die Sachen zusammen, verschicken die dann weiter nochmal an die Krankenkasse, die das dann nochmal prüft und erfasst und auszahlt im besten Fall. Und dann muss die Krankenkasse diese Papierbelege auch nochmal 6 Jahre aufbewahren. Also ein sehr papiergebundener Prozess, den wir schon frühzeitig versucht haben zu ändern und auch sehr erfolgreich das gemacht haben. Und wir nennen das DTA Plus, also Datenträgeraustausch Plus. Und zwar scannen wir die Belege, die wir von unserem Leistungserbringer erhalten, in unserer Scanstraße. Wir haben bei uns in Essen eine große Scanstraße. Dort werden die Belege eingelesen. Sie werden qualifiziert, elektronisch signiert und erstellen dann Images, die wir den Krankenkassen zur Verfügung stellen. Klingt relativ einfach, führt aber eben dazu, dass nicht mehr so viel Papier hin und her geschoben werden muss und alles elektronisch aufbereitet ist und auch alles elektronisch abgelegt werden können. Mit diesem Verfahren sind wir vor ein paar Jahren auf den Krankenkassenmarkt gekommen und sind jetzt auch mit diesem Verfahren bei den meisten großen Krankenkassen auch schon online. Dann haben wir uns die Wertschöpfungskette einmal angeschaut in unserem Gesundheitssystem und haben überlegt, okay,
von Patienten über den Arzt, über den Leistungserbringer, wenn der Arzt mir was verschreibt, über die Abrechnung bis zur Krankenkasse. Welche Medienbrüche gibt es denn eigentlich da? Wer arbeitet hier mit rein digitalen Prozessen? Wer arbeitet hier vielleicht schon papiergebunden? Und wo kann man dann einfach den Ball aufnehmen und gucken, wie man die Prozesse rein digital auch aufbereiten kann? Das Ziel ist auch hier natürlich die Entbürokratisierung im Gesundheitssystem, weil auch hier wird viel immer noch mit Papier gearbeitet, wobei die meisten Kranken auch schon eben eine Online-Geschäftsstelle eingeführt haben, wo man Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zum Beispiel hochladen kann und nicht mehr so stark papiergebunden ist. Aber trotzdem, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist relativ viel Papier noch auf dem Markt. Ein wichtiger Bestandteil dieser Entbürokratisierung im Gesundheitswesen ist das Wort oder die Tatsache, dass die Telematikinfrastruktur eingeführt wurde. Die Telematikinfrastruktur wurde im Jahre 2017 eingeführt und die Telematikinfrastruktur ist eine sichere Datenautobahn im Gesundheitswesen. Die Telematikinfrastruktur ist ein besonders geschützter Bereich im Internet, wo nur spezielle Teilnehmer auch Zugang bekommen und sich auch ausweisen müssen, dass sie berechtigt sind, an dieser Telematik-Infrastruktur teilnehmen zu können. Der Vorteil ist, dass hier auch alles digital ist natürlich, aber auch hochsicher. Es ist ein besonders geschützter Bereich. Es ist zertifiziert vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie. Und wie gesagt, jeder, der daran teilnehmen muss, muss sich ausweisen können mit einer Identität, die er auch durch ein Prüfungsverfahren bei seinen entsprechenden Kammer nur erhält. Die Telematikinfrastruktur, wie gesagt, ist ein besonders geschützter Bereich im Internet. Und um in diesen besonders geschützten Bereich reinkommen zu können, benötigt es im Moment Hardware noch. Also es ist noch ein stark hardwaregetriebener Bereich. Es benötigt einen sogenannten Connector, den man benötigt. Der Connector ist, können Sie sich vorstellen, wie eine Fritzbox, ein Modem, der dafür sorgt, dass die Daten, die Patientendaten, die aus dem Branchensystem kommen, verschlüsselt werden und in die Telematikinfrastruktur übermittelt werden. Man braucht ein Kartenlesegerät. Das kennen Sie, glaube ich, alle schon, wenn Sie mich heute schon zu Ihrem Hausarzt gehen und einmal im Quartal möchte der die Karte sehen, Ihre elektronische Gesundheitskarte. Die Karte wird gesteckt in diesem Kartenlesegerät und über die Karte wird geprüft in der Telematikinfrastruktur, ob Sie noch versichert sind bei der Krankenkasse. Falls nein, wird das direkt angezeigt und man kann natürlich dann nochmal schauen, ob Sie vielleicht die falsche Karte dabei haben. Klingt auch relativ einfach, aber Sie stellen sich vor, der Arzt rechnet die Leistung mit der falschen Krankenkasse ab. Bedeutet wieder Bürokratie. Ne? Da muss die eine Krankenkasse die andere Krankenkasse anschreiben und so weiter und so fort. Durch diese einfache Maßnahme kann direkt festgestellt werden, ob ich überhaupt versichert bin und überhaupt Anspruch auf die Leistung habe. Zu guter Letzt benötigt es noch einen zertifizierten VPN-Zugangsdienst, um eben diesen besonders geschützten Bereich im Internet zu erreichen. Es gibt eine Reihe von Anwendungen, jetzt schon in der Telematik-Infrastruktur, die wir als normale Patienten gar nicht so mitbekommen. Einmal eben dieses Versichertenstammdatenmanagement, was ich gerade erwähnt habe, sprich einfach die Überprüfung, ob ich noch bei der Krankenkasse versichert bin, ob ich vielleicht umgezogen bin. Aber es kommen jetzt tatsächlich auch größere Anwendungen, die jetzt just eingeführt werden, wie zum Beispiel elektronische Patientenakte. Sie werden wahrscheinlich schon in der Presse mal gelesen haben, dass die jetzt eingeführt wurde, beziehungsweise mit Sicherheit haben Sie auch schon mal ein Schreiben von Ihrer Krankenkasse bekommen, dass Sie jetzt eine elektronische Patientenakte haben. Der Sinn und das Ziel der elektronischen Patientenakte ist, dass die Daten, Befundberichte, wichtige Röntgenbilder, zum Beispiel alle online in der Telematik-Infrastruktur gespeichert werden. Und je nachdem, wenn ich als Patient die Erlaubnis gebe, kann ein Arzt zugreifen und ich muss nicht zum Beispiel Papierbelege zur Untersuchung mitbringen, sondern ich habe dies direkt online gespeichert und kann dem Arzt das vorlegen. Der Vorteil ist, wenn ich vielleicht eine neue Behandlung starte, kann ich ihm vorher schon einen Zugriff auf meine Patientenakte geben und er kann sich sogar schon vorher informieren und ist genau informiert, was meine Beschwerden sind und was die bestmöglichste Behandlung auch für mich wäre. Ein weiterer Meilenstein der Telematik-Infrastruktur startet zum 01.01.2022 und hier wird das sogenannte E-Rezept eingeführt.
Also unser normaler Gang zum Hausarzt, zum Behandelarzt, und er schreibt mir ein kleines rosa Rezept aus, wird es so nicht mehr geben, sondern es gibt eine App von der Gematik, das ist die zentrale App, über die kann ich dieses E-Rezept mit einem QR-Code in der Apotheke einlösen, oder wer natürlich die App noch nicht im Einsatz hat, bekommt noch einen anderen Ausdruck mit einem QR-Code drauf, aber dieses kleine rosa Rezept, was wir kennen, wird bald nicht mehr in der Apotheke ausgestellt. Auch das führt dazu, dass wir jetzt nach und nach vom Papierrezept oder vom Papier wegkommen und uns digitaler aufstellen und auch abrechnen können. Genau, weitere Möglichkeiten ist die Kommunikation im Medizinwesen zum Beispiel. Ist ein E-Mail-Client in der Telematik-Infrastruktur, um einfach zu schauen, dass wir auch wegkommen von ungeschützten E-Mails mit sensiblen Patientendaten oder auch vom Faxgerät, ganz ehrlich, wegkommen. Also viele von unseren Leistungserbringern arbeiten noch mit Fax, schicken Faxgeräte, schicken Faxe rum. Auch hier wollen wir einfach von der unsicheren Datenhaltung oder Datenstruktur weg und auch hier diesen KIM-Dienst nutzen und dann in der Telematik-Infrastruktur verschlüsselt und sicher Daten übermitteln. Genau, das war ein kurzer Überblick mal über das, was die Optadata im Bereich digitale Trends macht. Und ich freue mich jetzt, dass meine Kollegin Jana noch mal erzählt, wie unser Startup-Programm das übernimmt. Sehr gerne, genau. Das ist mein Stichwort, da übernehme ich gerne. Ich starte mal direkt mit einer Frage, nachdem wir jetzt die ganzen spannenden Digitaltrends im Gesundheitswesen schon ein bisschen von dir gehört haben. Also die Frage, die wir uns dann gestellt haben oder die wir uns vielleicht generell stellen, machen Startups das deutsche Gesundheitswesen denn endlich fit für die Digitalisierung? Wenn wir jetzt so auf andere Länder schauen, beispielsweise Estland ist da sehr viel weiter als wir hier, dann würde ich sagen, oder würden wir von Optadata diese Frage erstmal mit Ja beantworten. Wenn wir uns jetzt hier hinter mir dieses Bild mal anschauen, wir sehen, auf der einen Seite ist noch dieses pinke Papierrezept, auf der anderen Seite die digitale Lösung, einfach so als Beispiele, man kann sich sämtliche andere Pendants jetzt so vorstellen. Dazwischen sehen wir, da sind ganz viele Zahnräder, ganz viele Player im Gesundheitswesen, ganz viele Menschen, die hier miteinander kommunizieren müssen, ob es Unternehmen sind, die Patienten. Also von allen Seiten gibt es eigentlich noch viele Baustellen. Und wenn wir jetzt so bei dieser Metapher, bei diesem Bild mal bleiben, wir sind der Meinung oder wir hoffen, dass so zwischen diesen Zahnrädern rechts, links und unten die Startups vielleicht kleinere Zahnräder oder auch sogar den Schmierstoff bilden, damit dieser ganze Weg, der hier hinter mir aufgezeichnet ist, vielleicht ein bisschen schneller vonstatten geht. Das noch ein bisschen weiter ausgeführt, also warum machen wir das eigentlich als Optadata-Gruppe? Die Optadata-Gruppe hat immer mal wieder mit Startups zusammengearbeitet, aber da wir sind auch schon, obwohl wir jetzt, ich sag mal, jetzt nicht der Megakonzern sind, wir sind schon so ein großer Kasten, wir sind uns viele der Trends schon bewusst, aber wir können natürlich auch immer ein bisschen Hilfe brauchen. Also die Ausgangslage ist auch generell, es gibt viele Prozesse im Gesundheitswesen, hat der Markus ja auch gerade schon erklärt, die sind heute noch sehr papierlastig. Zum einen haben wir noch das pinke Rezept, was ja dann sich erübrigt nächstes Jahr. Es gibt aber noch sämtliche andere Bereiche, wo viel, viel Papier benutzt wird, beispielsweise beim Physiotherapeuten. Der hat bestimmt noch ganz viele Karteikarten, auch nicht jeder, aber viele arbeiten noch total mit Karteikarten oder da hat jeder Patient hat da ein eigenes Notizheft, was noch mit Stift und Papier ausgefüllt wird. Die Dokumentation, das wollen wir ja gar nicht sagen, das ist durchaus wichtig und richtig, nur die Art der Dokumentation, die kann natürlich noch super vereinfacht und digitalisiert werden und dann auch effizienter gemacht werden. Ähnlicherweise beispielsweise, wenn wir jetzt auf die Hebammen gehen, da hat jede Hebamme beispielsweise noch eine eigene Karteikarte für ein Baby, was sie betreut. Man mag sich gar nicht ausdenken, will man natürlich nicht hoffen, wenn es dann mal im Haus der Hebamme brennt, dann sind alle Unterlagen, alle Dokumentationsunterlagen weg. Ganz zu schweigen natürlich auch vom Nachhaltigkeitsaspekt, der dahinter steht. Also das sind ganz viele, ich sag mal, ja, offene Lücken, die wir da durchaus eigentlich noch, ja, füllen könnten mit digitalen Lösungen.
Zum einen ist es auch so, dass viele Entscheidungen sehr langsam getroffen werden. Ich habe gerade schon erwähnt, wir auch als Opta-Data, wir sind ein relativ großer Tanker. Wir können jetzt auch auf die Politik gehen. Manchmal dauern da Entscheidungen auch etwas länger, als man es vielleicht möchte. Das heißt, da bekommen wir ein bisschen mehr Speed rein durch die Start-ups. Und dann auch noch der dritte Punkt, es gibt komplexe Hürden für Start-ups. Die gibt es immer, klar. Im Gesundheitswesen sind die, würde ich sagen, noch mal ein bisschen höher als in anderen Bereichen. Denn im Gesundheitswesen braucht man viel Vertrauen, man braucht viel Legitimität, die man ja als kleines Start-up vielleicht nicht immer so hat, obwohl man super tolle Lösungen, super tolle Ideen hat. Und da kommen wir dann, da kommen wir dann ins Spiel, da wollen wir gerne helfen. Zum einen hoffen wir natürlich, dass wir Digitalisierungsprodukte nachhaltig anbieten können, sodass wir auch wenn wir jetzt da gerade schon dran sind, dass diese ganze Entwicklung einfach ein bisschen schneller geht durch die Lösung und auch die innovativen Impulse durch die Start-ups. Dann eine schnelle und agilere Entwicklung, die hängt natürlich damit zusammen. Das heißt, da kann man auch immer Hilfe gebrauchen, nicht nur wir, sondern natürlich auch in den anderen Branchen. Natürlich wollen wir auch unsere Wertschöpfungskette damit erweitern. Gerade Start-ups, ich habe jetzt dieses Jahr schon ganz viele Lösungen gesehen, die bringen Ideen mit, da wären wir alleine überhaupt nicht drauf gekommen. Und das kann ja eigentlich per se gar nicht schlecht sein. Und natürlich, wenn man jetzt die Seiten mal wechselt aus Sicht der Startups, was bringt das denen? Ein einfacher Zugang, den wir da zu unseren 60.000 Kunden im Gesundheitswesen, was ich gerade ansprach, Legitimität, Vertrauen, da können wir natürlich die Tür zu öffnen. Mit unseren Kunden natürlich schon auch langjährige Beziehungen fahren. Und wenn wir dann sagen, hey, wir als Opta-Data, wir kooperieren mit diesem Start-up, das hat diese und diese tolle Idee, guckt euch das mal an, dann ist der Weg manchmal schon immer etwas einfacher. Wenn ich bei der Start-up-Sicht bleibe, warum durchstarten mit uns? Also warum sollte man das als Start-up im Gesundheitswesen überhaupt machen? Angeknüpft an die Vorfolie, wir bemühen uns um schnelle und unbürokratische Kontakte. Ich kenne es noch so aus meiner Vergangenheit. Ich bin selber Mitgründerin eines Start-ups gewesen vor ein paar Jahren. Und da war das A und O einer der ersten Schritte, wir brauchen Kooperationspartner, um überhaupt irgendeinen Fuß in den Markt zu bekommen. Das war gar nicht so einfach. Was habe ich gemacht? Ich war eigentlich die ganze Woche rund um die Uhr am Telefon und bin von einer Empfangsdame zur anderen gegangen, wurde über die Abteilung hin und her gereicht und letztendlich war der Tag leider um und man hatte gar nicht so viel erreicht. Das wollen wir mit diesem Start-up-Programm ändern. Zum einen habe ich gerade auch schon gesagt, Zugang zu unseren attraktiven Kundensegmenten. Das heißt, wir öffnen da gerne die Türen zu unserer Kundschaft, geht also viel schneller. Das Startup kann sich auf die Idee, auf die Produkte schön konzentrieren und muss sich nicht auf das ganze Vertriebswesen deutschlandweit konzentrieren, was sehr anstrengend und mühsam wäre. Genau, ansonsten profitieren beide Seiten vom Know-how und vom Sparring. Die Opta-Data-Gruppe, wir haben es auch gerade gehört, mit unseren mittlerweile 51 Jahren an Erfahrung, die geben wir dann natürlich auch weiter. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur Kooperationspartner oder nicht nur Investor, sondern wir sind auch gerne Sparring-Partner und diskutieren auch mal gerne Lösungen. Und dadurch lernen wir natürlich auch ganz, ganz viel von den Startups, das ist klar. Dann zu den Themenschwerpunkten, wonach suchen wir eigentlich oder mit welchen Startups arbeiten wir schon zusammen. Ein großer Bereich sind natürlich die Digitalisierungsprodukte, also im Bereich Digital Health sind wir ganz stark unterwegs. Im Prinzip kann man aber sagen, das sind Lösungen, die unseren Kunden, sprich den Gesundheitsberuflern kann man sagen, also den sogenannten sonstigen Leistungserbringern in Deutschland, das sind Produkte, die diesen Leuten helfen, also den beruflichen Alltag effizienter, digitaler und damit auch nachhaltiger zu gestalten. Also das ist so unsere Zielvorstellung. Die ist tatsächlich noch sehr grob, hat aber auch damit, hängt damit zusammen, dass wir natürlich auch in sämtlichen Segmenten des Gesundheitswesens unterwegs sind. Und die Ansprüche, die jetzt eine Hebamme an digitale Tools stellt, sind natürlich ganz anders als beispielsweise die ambulante Pflege oder auch Sanitätshäuser, die auch zu unseren Kunden zählen. Das heißt, da gucken wir immer pro Start-up tatsächlich, was da so gerade in die Gruppe passt und wie wir da am besten weitermachen können. Genau.
Generell kann man auch sagen, eine Lösung, die, ich sag mal, ja einfach verständlich ist, also die kann ruhig kompliziert sein, aber eine Lösung, die wir an unsere Kunden weitergeben können und sagen, okay, damit machst du diesen und diesen Prozess schneller, du sparst Zeit, du bist damit effizienter unterwegs. Also das sind eigentlich so die Punkte, auf die wir in erster Instanz gucken. Wir sind kein, ja, ich sag mal, kein klassischer VC, kein klassischer Investor. Das heißt, ich sag mal, so eine Hockeystick-Kurve oder ein aufgepolstertes, poliertes Pitch-Deck, das brauchen wir tatsächlich am Anfang nicht, sondern uns geht es erstmal tatsächlich darum, dass die Lösung gut passt. Dann gibt es drei verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Ich habe gerade schon mal gesagt, wir machen das eigentlich recht individuell. Zum einen beteiligen wir uns natürlich auch. Also wenn es wirklich ein Thema ist, wo wir sagen, okay, das ist ein strategisches Fokusthema von uns, dann gehen wir auch gerne als strategischer Investor rein. Aber das muss nicht sein. Also wir sind nicht auf dem Markt und suchen nach Startups und wollen alle aufkaufen. Also so ist es gar nicht. Sondern vielmehr ist es so, wir gucken pro Startup, pro Thema, was eigentlich am besten passt. Manchmal passt eine Vertriebskooperation, manchmal passt auch eine Produktkooperation. Das heißt, dass sowohl Teammitglieder von der Optadata als auch Teammitglieder vom Startup gemeinsam an einem Produkt basteln, was wir dann gemeinsam auf den Markt bringen oder ein Produkt von uns erweitern, das ist alles möglich. Somit wären wir schon am Ende unseres kleinen Impulsvortrags. Das heißt, wir freuen uns auch über Fragen aus dem Chat. Ansonsten sind wir natürlich aber auch gerne im Nachgang immer offen für Fragen. Vielen Dank. Dankeschön.